Florian Silbereisen sitzt in seinem Büro, auf seinem Schreibtisch stapeln sich Papiere und Akten. Sonnenlicht scheint durch die Fenster und erzeugt dramatische Lichter und Schatten. Er konzentrierte sich auf die Arbeit und erledigte seine täglichen Aufgaben, als eine überraschende Benachrichtigung auf dem Bildschirm seines Handys erschien. Florian schaute geschockt, aber auch ein wenig überrascht auf den Bildschirm und konnte es kaum glauben. Für jemanden, der schon immer in einer Welt voller Bühnenlichter und roter Lichter gelebt hat, war die Nachricht über seine Hochzeit etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte. Er spürte, wie ihn ein seltsames Gefühl überkam, eine Kombination aus Aufregung und Angst. Auf seinem Gesicht versuchte er, die Fassung zu bewahren, aber innerlich hüpfte sein Herz vor Freude und Angst. Jedes Detail des Hochzeitsereignisses tauchte in Florians Kopf auf: Glückwünsche, Gespräche über das Leben nach der Hochzeit und Fragen zur Zukunft. Er sah sich im Raum um, betrachtete die Fotos auf seinem Schreibtisch und hatte das Gefühl, dass sich alles um ihn herum veränderte. Doch inmitten der besorgten Gedanken konnte Florian das Glück in seinem Herzen nicht verbergen. Er fühlte sich bereit für einen neuen Schritt im Leben und die Liebe und Unterstützung seines zukünftigen Partners gaben ihm mehr Selbstvertrauen. Beim Blick in die Zukunft beginnt Florian zu erkennen, dass es bei der Ehe nicht nur darum geht, sich mit der Person zu verloben, die man liebt, sondern auch darum, eine neue Seite im Leben aufzuschlagen und sich gegenseitig durch ruhige und herausfordernde Zeiten zu begleiten. Obwohl Florian zunächst schockiert und überrascht war, erkannte er nach und nach, dass das Hochzeitsereignis eine Gelegenheit war, seine Beziehung zu festigen und zu festigen. Mit einem entspannten Lächeln im Gesicht blickte er auf den Telefonbildschirm, bereit, die bevorstehenden Veränderungen zu akzeptieren und sich auf eine neue Zukunft zu freuen. Nachdem Florian Silbereisen von seiner Hochzeit erfahren hatte, konnte er nicht aufhören, darüber nachzudenken, was passieren würde. In seinem Herzen herrschten gemischte Gefühle, von Nervosität bis hin zu Sorge und Aufregung. Er fragte sich, ob er für diesen wichtigen Schritt in seinem Leben bereit war. In Florians Kopf tauchen ständig Bilder einer glücklichen und warmen Zukunft mit der Person auf, die er liebt. Er stellt sich die schönen Momente vor, die sie gemeinsam verbringen werden, in denen es darum geht, eine Familie zu gründen und die Herausforderungen und Freuden des gemeinsamen Lebens zu erleben. Besorgniserregende Gedanken über die Zukunft konnte Florian jedoch nicht verhindern. Er fragte sich, ob er stark und bereit genug war, sich den Herausforderungen zu stellen, die die Ehe mit sich Ja, schauen wir uns mal die Primfaktorzerlegung der 72 an. 2 hoch 3 mal 3 Quadrat, ne? 8 mal 9 ist 72. Okay. Es gibt eine sehr schöne Visualisierung dieser Zerlegung der 72 und die nennt man Hasse-Diagramme. Hasse-Diagramme. Okay. Und zwar folgende Überlegung. Wir basteln uns jetzt mal die Zahl 72 sukzessive zusammen. Und zwar folgendermaßen. Ich beginne hier mal mit der 1. So. Und nehme jetzt die 1 mit der 2 mal. Ne? Dann komme ich hier hin. Mal 2 ist 2 hoch 1. Nochmal mal 2. 2 Quadrat und nochmal mal 2, 2 hoch 3. So, 1, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Jetzt multipliziere ich diese Zahl mit 3 hoch 1.